Ja, Freunde, die letzte Folge, oder wohl eher die letzten Folgen, die waren ja, ja zwar sehr interessant, aber nicht unbedingt sehr erfolgreich, wa? Mhm. Wir kommen zurück in dem H2N Mix im Schlussspurt. Ja, hier in der Wüste der gute alte Kurt Caesar, der ist auch so ein anderes Drecksvieh. Ja, eigentlich war die Strategie gegen ihn relativ einfach, da wir eure letzte Folge so verkackt haben, müsst ihr bloß ausweichen. Entweder halt ducken, rollen oder halt springen, aber irgendwie klappt mein Time noch nicht so richtig. Ja, und deswegen, genauso wie auch das Phantom, sagen wir so ein geheimer Endboss, der befindet sich beim Uhrenturm in Neverland. Genau, so hieß die Welt. Das sind so die Dinge, die noch fehlen, plus eben da noch Cup-mäßig Gold und Platin, wobei Gold aber nicht so ein Problem sein dürfte, aber Platin gegen Sephiroth, ja, gute Nacht dann. Und deswegen erstmal weiter Story machen und den Rest mache ich dann später. Vermutlich sogar bis zum Schluss. Mal gucken. Also. Unsere Frage ist ja, wie geht's weiter? Ne, eigentlich ist es relativ einfach, wir müssen hier hin. Walkgeschwindigkeit! Genau, ein paar Ansenberichte gäbe es ja auch noch hin, der Holobastion zu holen. Da mir aber ohnehin noch ein paar fehlen würden, weil ich ja eben noch ein paar Boss nicht gemacht habe. Und dann noch Kurt Caesar, wie man den ausspricht, plus Sephiroth, die geben ja noch ein paar Ansenberichte. Da dachte ich mir so, komm, die können wir auch später noch holen. Habe ich eigentlich zwei Anhaltspunkte? Ne, komm, holen wir später. Wir machen nur noch uns auf zur letzten Welt und vielleicht sogar Endboss-Time? Also generell Endboss-Time, ich habe keine Ahnung. Alter, meine Energie, so ist nur Energie. Aber bringt mir nichts, weil ich mit dem aktuellen Shift gar nicht einsetzen kann. Das tat ziemlich weh. Oh, schade. Ich dachte schon, wir wären da. Oh ja, das wäre wunderbar. Hui! Aua. Ich finde auch, dass es hier von den Meteoriten nur so wimmelt, oder zumindest von Asteroiden, nicht Meteoriten, Asteroiden. Ja. Das ist doch relativ ruhig. Obwohl ich schon so verkackt habe. Und das Piezen geht mir auf den Sack, Mann. Kann mal jemand abstellen? Ja gut, ich kann Game Over gehen. Shield! Gut alte Shield! Agent of Shields! Was sind Viecher? Huh! Ja, die feuern ja! Wie können die es wagen? Ja. Eine rote Version davon. Aber sieht irgendwie cool aus. Shield activated. Bleibt hier, Mann! Ich will euch killen! Ne, ich will mit der Story weitermachen. Ah, da ist schon. Also, vielleicht. Ja? Vermutlich. Das Ende der Welt, oder sieht sehr einladend aus? Als Kameraführung. Okay, speichern. Wir sind hier auf 6, machen wir mal 7. Nur im Fall, dass irgendwie nachher halt, du kannst nicht mehr zurückgehen und so. Das ist nämlich ziemlich scheiße.
end of the world. Gorge, is that all that's left of the worlds taken by the Heartless? Those worlds will be restored if we beat Ansem, right? You betcha! But if we do beat him, and all these worlds become restored and disconnected, what's gonna happen to this place? And to us? Well, this is a Heartless world, so maybe it'll just disappear. Huh? But no worries. Even if this place goes poof, our hearts ain't going nowhere. I'm sure we'll find our pals again. Yep, I just know that we will. Yep. Yeah, you're right. I'll return this. I promise. Das tun wir natürlich auch. Märchenonkel. Wieso ist Rico Märchenonkel? Ah, ist egal. So, hier bin ich ziemlich eingeschränkt. Aha. Oh, natürlich die Viecher. Ah, hier müssen wir also kennenlernen, okay. Sag mal. Glaube ich nicht nötig gegen die, weil ganz ehrlich, nachdem wir sie schon alles durchgemacht haben, müssten wir das, glaube ich, mehr oder weniger locker rocken. Wir sind die lockeren Rocker! Yeah, aua! Gut, wir vielleicht, aber gut nicht. Sogar Magie nutzen! Recht, hallo! Ist da runtergeflogen? Hallo, wer durch? Schweinerei. Ah, okay, die Steine weisen mir den Weg. Und auch nichts. Der quatscht schon wieder. Sag mal. Nein, ich wollte die Punkte mitnehmen. Diamant erhalten. Okay, zum Schluss wollen sie uns noch großartig beschenken. Beschränken vor allem. Heißt aber gleichzeitig auch, dass das Gratis-Training ist. Mega-Potion erhalten, okay. Wenn jetzt noch irgendwie ein, keine Ahnung, ein Finale-Elixier kommt, habe ich echt Angst. Nein, nicht treffen lassen. So war's schon klar. Da kommt jetzt. Bemo, natürlich, wo man nicht. Ja, sorry, Kumpel, aber gegen dich treten wir schon zum dritten Mal an. Also, sorry, aber irgendwann. Wow! Man fährt mit der Scheiße. Uffi, ah, da kann man hier mit der Scheiße. Da können wir wieder meine Mana heilen. Da bringt doch nichts. Bemo, du bist ein Arschloch. Oh, hat er gehört. Goofy! Think, man!
Sag mal! Hat deinen Arsch nicht so fett? So. Das war's, oh großer Behemoth. Mithrid erhalten. So, und da kommen wir, sind wir da irgendwo in der Mitte. So, dann geht's da rüber. Ja, fucking ernst, oder? Nein, du machst nicht die Scheiße. Nicht die Scheiße machen. Einmal. Also drei oder was? Hä? Seh nix, Alter. Stirb, wie deine Brüder. Bitte aufmachen. So. Ah. Elixier halt. Es ist noch kein feiner Elixier, hab noch keine Angst. Die kommt noch. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, der Boss-Time. Ja, ich fahre das normale Monster. Weg geräumt? Nee, 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 nee. Der nächste Streich folgt zugleich. Da ist noch einer. Wirbelattacke! Oh yeah. Du, 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 du. Ja Leute, so geht das. Diamant erhalten, das ist jetzt natürlich nicht so geil. Doch eigentlich schon. Hallo? So. Und trotzdem hat er immer noch ziemlich viel Schaden, das gefällt mir nicht. Hütte erhalten. Hm. Ich mache jetzt schon mal ein paar Aber. Danke. Kann ich da nicht hin? Jetzt kommen wir komischerweise schon. Normaler Typ ist. Der quatscht schon wieder. Neuer Kumpel, der zieht nicht mehr. Tja, Freunde, weiß auch nicht. Heute in Folge noch Rikuans im nicht Rikuans. Entschuldigung, alte Gewohnheit. Abilität, was? Was für ein Teil? Ja, gut. Natürlich generell nicht nein, hm? Hui. Schweben. So. Oh, ernsthaft. Oh, hier geht aber auch nicht auf, wa? Wieder Verteidigung. Ah, du nervst. Tschüss. Hat sich ausgenervt? Genervt, ich habe ihn genervt. Bye bye. Sturmkristall erhalten. Okay, jetzt kommen langsam die ganz krassen Dinger.
beziehungsweise gerade ein bisschen scheiße finde. Oder fände. Wenn ich jetzt ein Boss Time wäre. Also wirklich ein Boss Time. Und ich habe keinen Speicherpunkt mehr. Mal sicherheitshalber. Doch ernsthaft, das ist schon, es wäre ein Boss-Time. Noch einer! Was ist los mit euch? Aua! Ich bin erwischt! Relativ viel abgezogen sogar. Nein! Ja, Donald, mach das! Denn jetzt da. Wow! Oh Mann, so, die waren sie da down, das ist also nichts Neues, der ist ein bisschen stärker als der andere. Aber macht nichts, weil sie regenerieren sich sowieso gleich wieder. Der Ball kommt mal ein bisschen rauf. Wow! Ging aber nicht lange. Ey! So ist du Arsch! Danke, Goofy! Das wollte ich haben! Ups, das weniger. Geht in die Knie, er geht in die Knie. Ernsthaft? Aua! Ganz schön frech! Hallo? Nein! Mann! So, das war's. Hättest du noch gern Level Up gehabt für Sora oder für Donald, aber gut. Gut, wir sind sie bereits. So, können wir da rausgehen. Wo zum Henker sind wir hier? Wann sie wohl hingegangen ist? Ich werde ja finden, da wo es am gefährlichsten aussieht. Diese Theorie hat sogar was für sich, Donald. Da wo es am gefährlichsten aussieht. Was in Anbetracht dieser Welt überall sein könnte. Ich finde es nicht, dass irgendetwas gefährlich aussieht als etwas anderes. Und kann es sein, dass ich hier hin kann, wo ich will? Ich finde hier gar kein Item. Es ist alles überall ziemlich scheiße. Oh! Hier, da geht's auch noch. Schön! Aber auch mal so dezent gar nicht vermisst. Natürlich. Sag mal! Wow! So, verschwinde. Aha. Ich wollte sagen, wir kommen wieder raus. Dann, so, loslassen. Dankeschön. Puh. Freunde, Freunde, gute Unterhaltung. Ich habe keinen Plan. Was werden uns damit sagen will. Ah, doch, da gibt es noch ein paar Patronen. Krass. Ultima Gummi. Klar. Jetzt, wo ich in der letzten Welt bin, kriege ich noch so einen Scheiß. Ein Final Elixir wäre mir eigentlich viel lieber.
Hui, hui, hui. So. Und alle hopp. Hm. Also bleibt dabei. Sehr einladend ist es hier nicht. Aber passt perfekt zu Ansem. Die Suche der Finsternis. Hm. Wer sucht, der findet, wa? Keine Ahnung, was er ist. Oh, nö. Speicherpoint ist nie gut. Hui, das ist eine gute Aussage. Denn so eine Truhe, die holen wir ganz kurz. Beziehungsweise sind es zwei, ne, ist eine. So. Klopf, klopf. Erzengelgummi. Mhm. Das macht mir Hoffnung. Dass es folgen wird. Ach, du Scheinkleister. Ja gut, vielleicht ist hier und da sonst noch eine Truhe, aber es ist eigentlich scheißegal. Freunde, der Party ist eh vorbei. Das war wieder eine aufschlussreiche Folge. Was? Moment, direkt. Ja, gut. Gehalt, ja, das ist nichts Neues. Ja, was soll man sagen? Was soll ich sagen? Nicht lügen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Es könnte die letzte, also beziehungsweise das Finale sein. Und danach dann schon Final Content. Beziehungsweise den Rest noch, wie eben da die Bosse. Hm. Also kurz, dieser kriege ich sicher irgendwie hin mit, wenn ich dann das richtige Auswandern zu üben würde oder hinkriegen würde. Das Phantom müsste eigentlich auch möglich sein, genauso wie das Goldmonster, aber ob ich jemals, also Goldmonster im Sinne von Goldcup, ob ich jemals Sephiroth schlagen kann, puh, soll er eigentlich der stärkste im ganzen Spiel sein. Das kann lustig werden. Okay, Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Kingdom Hearts Final Mix. So wie es aussieht, Boss Time, Ansem. Mal schauen. Bye bye.